Hallo alle miteinander zur 34. Ausgabe von Defi.jetzt. Und wir haben heute den Marc Spiering zu Gast. Wie analysiere ich Kryptoassets? Hi Marc. Hallo Marc. Ja, hallo, grüßt euch. Schön, dass ich dabei sein kann. Es freut mich wirklich sehr. Und ja, ich denke mal, es wird ein super Abend. Ja, Marc, uns freut es auch, dass du Zeit gefunden hast. Und dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Krypto gekommen? Erzähl doch mal über deinen Krypto-Werdegang ein bisschen. Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin seit 2015 bin ich in den Kryptomarkt tätig. Damals hatte, ja, wir haben damals Geschäfte gemacht online und für schnellere Geldtransfers haben wir damals Bitcoin benutzt, ja. So bin ich praktisch in den Bitcoin- bzw. Kryptowährungsmarkt reingekommen. Ich habe dann unter anderem her Vertrieb gemacht für viele Kryptowährungsfirmen, habe da auch sehr viel aufgebaut, auch mit Millionenumsätze. Habe dann jedenfalls mit der Zeit erkannt, dass die Firmen nicht das liefern können, was sie versprochen haben. Und dann habe ich mich immer mehr abgekapselt, habe nebenbei noch, bin ich in das Thema Buy and Hold gegangen, habe zu der Zeit auch 2015, 17 in dem Zeitraum auch sehr hohe Gewinne gemacht, ja, also wirklich auch mit manchen Coin-Investitionen innerhalb von 5, 6 Monaten über 3.000% durch mein Netzwerk, durch meine Analysen. Und ich habe Anfang, beziehungsweise Ende 2020 habe ich dann mein eigenes Produkt gestartet, die Kryptowährungsanalysen MSP. Und damit habe ich sehr erfolgreich performt. Wir haben da jetzt in einem Jahr pro Coin über 959% gemacht im Durchschnitt. Ich habe zwei Pakete, einmal ein Anfängerpaket, einmal ein Profipaket, jeweils sind das 5 Cointipps. Und wir haben von diesen 10 Kryptowährungen 9-mal den Bitcoin outperformed. Das ist ja der Sinn und Zweck, wenn man reingeht in Altcoins, sage ich mal. Produkt läuft sehr, sehr gut. Hoffe mal, ich kann euch jetzt hier heute Abend ein bisschen Mehrwert geben. Ja, denke ich mal, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir kitzeln dann die Informationen aus dir raus, Marc. Du, ja. Noch eine Frage, die steht jetzt aber hier nicht auf der Folie. Was war denn so der erste Computer, zu dem du Zugriff hattest in deinem Leben? Oh, der erste Computer, wo ich Zugriff hatte. Ich glaube, es war ein Atari gewesen. Ein 130er oder der große schon, der 1000er? Ja, ich denke, das war der große gewesen. Der 16-Bitter. Ja, ja. Okay, gut. Wir sind der Podcast Defi jetzt. Jetzt sagst du beschäftigst dich jetzt schon seit längerem mit Krypto generell, aber jetzt Defi ist ja ein generell neues Thema. Was ist denn deine Definition von DeFi? Also meine Definition von DeFi ist natürlich, ich verbinde das mit Staking, mit Lending, natürlich auch ein Mittelsmann ausschalten, aber auch dieses passive Einkommen, was man durch verschiedene DeFi-Projekte oder Protokolle aufbauen kann. Und dazu gehört natürlich auch ein Cashflow zu generieren. Ja, Cashflow ist natürlich King. Und deswegen sehe ich da gerade auch in diesem DeFi-Bereich sehr, sehr große Chancen und auch eine spannende Zukunft. Stell dir vor, du bekommst 1.000 Euro von uns. In was würdest du die anlegen oder eintauschen? Ja, 1.000 Euro. Ja. Ja, also mit 1.000 Euro, ich würde es natürlich, Kryptoassets kaufen. Ich würde mich dafür 3 Projekte entscheiden. Natürlich möchte ich jetzt hier nicht, wenn ich schon Analysen mache, möchte ich natürlich jetzt nicht jetzt über Bitcoin oder Ethereum oder natürlich über Cardano sprechen. Das wird natürlich hier jeder nennen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, gerade auch die bisschen tiefer drin sind im Markt oder auch so ein bisschen auf unbekanntere Projekte noch gehen. Ich würde mein Geld in LCX investieren. Ich glaube, der hat jetzt die letzten 60 Tage auch über 500% gemacht. Bin ich schon sehr, sehr früh dabei bei LCX. Was ist LCX? Unsere Zuhörer wissen das unter Umständen. Ja, ja. LCX ist eine Firma, die in Liechtenstein registriert ist. Sie hat verschiedene Finanzdienstleistungen. Sie hat auch ein DeFi-Produkt, ja. Und LCX ist grundlegend sehr vielfältig, ist lizenziert mittlerweile, also nicht viele Kryptounternehmen sind so stark lizenziert wie LCX. Sie arbeiten da mit der liechtensteinischen Regierung zusammen und gerade die Regulierung kommt ja auch immer mehr.
siehe Binance. Dazu hat LCX noch sehr starke Gründer und die haben auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Also das ist so, da würde ich auf jeden Fall eine Position positionieren, LCX. Genauso wie in Coty. Ich weiß nicht, ob jemand Coty etwas sagt. Auch da ist wirklich eine sehr starke Technologie dahinter. Die Idee ist sehr, sehr gut. Sie wollen ein ultimatives Zahlungssystem aufbauen. Grundlegend wollen sie die Technologie zur Verfügung stellen für Firmen. Das heißt, sie übernehmen praktisch den technologischen Hintergrund und Firmen können ganz schnell ihr Zahlungssystem integrieren. Im Hintergrund läuft Coty, im Vordergrund läuft die jeweilige Firma. Und Coty setzt mittlerweile auch schon 25 Millionen Zahlungsvolumen ab im Monat. Und dazu muss man sagen, ja, Coty ist aktuell so Platz 200, noch relativ unbekannt. Ist auch noch nicht so ein altes Projekt. Und die haben noch eine sehr, sehr starke Zukunft vor sich. Und meine letzte Position, die würde ich in Hedera Hashgraph machen, in HBA. Auch da sind sehr, sehr starke Gründer dabei, die schon mehrere Unternehmen aufgebaut haben. Hedera hat eine sehr, sehr gute Technologie, den Hashgraph. Dazu kommt auch die Partnerschaften, die sehr, sehr stark sind, diesen Governing Council. Da sind Firmen drin wie Google, IBM, Swisscom Blockchain, Boeing. Auch da sehe ich noch extrem viel Potenzial. Aktuell so Platz 50, 30 bis 50 schwankt. Das wäre eigentlich so, was ich mit 1.000 Euro machen würde. Und Thema Staking. Bei Coty kann man Staking ab 25.000 Stück. Da wären wir gleich im DeFi-Bereich. Oder halt auch LCX kommt jetzt demnächst das Staking. Und Hashgraph kann man über Binance zum Beispiel als Staking machen. Und da wird es auch noch ein Staking geben, nach meinen Informationen. Das sind jetzt alles schon ziemlich hoch in der Rangliste, die Coins, ne? Also jetzt Top 300 mindestens. Ja, also Top 300, genau. Okay. Also man muss natürlich auch sehen, die Analysen, die ich jetzt zum Beispiel auch mache, das ist natürlich auch für Endkunden. Und ich stehe dafür für meinen Namen. Und ich muss mir schon sehr, sehr sicher sein, sage ich mal, ja. Also ich kann ja nicht anfangen mit irgendwelchen komplett neuen Projekten, die irgendwie Platz 1.000, 2.000 sind. Da gibt es einfach zu wenig Informationen. Man kann es zu schlecht einschätzen, was bringen die nächsten ein, zwei Jahre. Es kann viele Änderungen geben. Und deswegen konzentriere ich mich so, sage ich mal, Platz 50 bis 700. Okay. Ja. Okay. Genau. Und jetzt, wenn du Platz 200 nimmst, wenn der mal durchzieht bis in die Top 20, also da hat man schnell mal sein Geld ja mindestens für 20-fach. Ne? Mhm. Du bevorzugst, weil es gibt ja da auch die ganz Harten, die immer sagen, ja, alles, was nicht Bitcoin ist, heißen die, das heißt Shitcoin. Du bevorzugst also das Nicht-Bitcoin-Metier. Ist das richtig? Also ich selber habe gar kein Bitcoin mehr, weil ich einfach, also dass du dein Geld verdoppeln willst mit dem Bitcoin, ja, muss ja aktuell auf knapp 130.000 gehen. Und da sehe ich einfach bei anderen Krypto-Projekten mehr Chancen, dass er eventuell von 1 Dollar auf 2 Dollar springt. Und deswegen halte ich aktuell kein Bitcoin und bin da auch eher ein Fan von Altcoins. Und die Altcoins nehmen den Bitcoin auch immer mehr Marktkapitalisierung ab. Ich kann mich noch erinnern, zu Zeiten hat der Bitcoin über 70% Marktkapitalisierung gehabt. Oft war jetzt so gewesen, da war es nur noch knapp 50, ne? Vielleicht sogar knapp drunter. Also der Bitcoin fängt schon an zu schwimmen. Und deswegen schaue ich da mehr oder weniger nach Altcoins. Und da überlege ich mir auch oder gucke mir die Projekte genauer an, wo ich natürlich auch meine Coins vermehren kann über das Staking. Sowas finde ich noch sehr, sehr gut, Staking-Coins, aber das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, sondern man sollte das Projekt überwiegend verstehen, nachvollziehen können natürlich auch, ja, was machen die überhaupt, macht das überhaupt Sinn, was die da erzählen, gibt es da einen Markt? Und ja, man sollte auch eine spezielle, ja, auch wirklich das Projekt greifen können, sage ich mal, ja. Staking sollte man schon mitmachen, ne? Sonst verliert man ja am Ende durch die Ausschüttung. Wenn man nicht am Staking teilnimmt, macht man ja sein eigenes Holding nur kleiner. Ganz genau. Also es hängt natürlich davon ab, in welchem Land du lebst. Ja, ich bin jetzt kein Steuerberater, ich muss natürlich hier den rechtlichen, einen rechtlichen Satz hier reinhauen. Ich bin kein Steuerberater, bitte informiert euch selber. Es hängt natürlich ab, in welchem Land du bist. Ja, in Deutschland ist es jetzt, verlängert sich das auf 10 Jahre auf dein Assets, oder? Und ich lebe ja in der Schweiz und da werden einfach die Gewinne als Einkommensteuer, das Ganze versteuert. Das ist relativ simpel. Wenn man jetzt natürlich jetzt in Dubai lebt, ja, zahlt man gar keine Steuern. Also Staking würde ich schon empfehlen. Das rechnet sich auch. Ja, da gibt es auch viele Videos zu, die das Ganze mal so eine Grundrechnung gemacht haben. Und wenn ich jetzt ein Staking habe von 30 bis 50% im Jahr,
und der Coin verdoppelt oder verfünffacht sich sogar in dieser Zeit, ja, dann zahle ich gerne mal diese, ja, was sind das, knapp 19% da in Deutschland, die Steuern drauf. Das rechnet sich schon, ja, das ist wirklich ein Ölglaube. Also Steuer kommt halt immer drauf an, auf den persönlichen Steuersatz. Aber ja. Das natürlich, das ist ganz klar. Ich bin jetzt mal vom, ja, vom Durchschnitt ausgegangen. Ja. Und ja. Welcher von denen macht jetzt da so 30% von den drei Token, die du hast? Ja, die ich jetzt gerade da genannt habe, ist es jetzt so, ja, der Kotti macht, der Kotti macht bis zu 25%, je nachdem. Da ist aber der Einstieg sehr, sehr hoch. LCX ist es so, da kommt jetzt erst das Staking noch. Und Hashgraph ist gerade am Aufbau und da geht nur über Binance, das ist sehr, sehr wenig, was da Rendite geht. Aber ich habe über 30 Kryptowährungen und da gibt es einige, die habe ich jetzt nicht genannt, die machen auch 25% oder 30%. Ja, zum Beispiel VRA, The Russell T, bin ich noch ein Fan von, der macht knapp 25%. Hast du schon von Time gehört? Von Time? Wonderland, die machen 60.000%. Das ist natürlich krass, ja. Ja, auch da muss man natürlich schauen, wie hoch ist der Coin bewertet. Gibt es überhaupt auch dieses Handelsvolumen? Das ist natürlich auch ganz wichtig, oder? Steigt man in Projekten ein und deswegen mache ich auch Platz 50 bis 700. Oft steigt man auch in Projekten ein, die sehr, sehr niedrig bewertet sind. Und es kommt oft vor, dass man 80.000 zum Beispiel, habe ich schon gesehen, mein Kollege hat 80.000 Euro Wert gehabt an von dieser Kryptowährung. Und das Handelsvolumen lag pro Tag bei 8.000, ja. Also das heißt, da irgendwie Gewinne rauszuziehen, wird sehr, sehr schwierig. Man tut den Preis dumpen. Deswegen sollte man aufpassen, dass man nicht zu weit weggeht von der Marktkapitalisierung, dass sie zu wenig ist, ja. Ein paar Millionen oder so. Muss man wirklich aufpassen, sonst kriegt man das Geld ja nicht raus. Aber da kommen wir noch dazu, deine späteren Folie, was die Exit-Strategie bei deinen bei Holdings dann angeht, genau. Was hältst du von Mina? Von dem Mina-Token? Mina-Protokoll, ja. Ja. Finde ich auch gut. Soweit wie ich mich recht erinnere, ist das nicht die leichteste Blockchain von der Datenmenge her, von der Kryptowährungsmarkt. Finde ich auch gut, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht absolut sicher, der ist nicht begrenzt. Ne? Nein, das weiß ich, muss ich selber gucken. Auf jeden Fall ist das eine Zero-Knowledge-Proof, komplette Zero-Knowledge-Proof-Technologie-Chain. Die nur 22 Kilobyte groß ist. Ja, genau. Habe ich drüber gelesen, finde ich auch spannend. Ist auf meine Watchliste. Soweit wir recht mich verändere, ist der nicht unlimitiert. Und da muss man immer genau das Ganze einschätzen, oder? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich bin eher ein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Coinmenge limitiert ist, wo es ein Token-Burn gibt. Mhm. Am besten noch natürlich noch ein Staking. Da kann man nicht viel falsch machen oder auch Exchange-Coins finde ich sehr, sehr stark. Ja, BNB, FTX oder der Best von Bitpanda oder der Leo, auch gut. Oder Voom. Ja, die werden regelmäßig geburnt. Es gibt nur bestimmte Menge. Sie werden genutzt, wenn der Markt steigt und fällt. Kann man nicht wirklich viel falsch machen mit den Coins, ne? Also Marc, welche, du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt auch. Welche Kryptoassets findest du gut und warum? Du hast gesagt VRA. Welche weiteren? Ich habe jetzt vom Preis her sein, ne? Einfach so von der generellen Art. Ja, generellen Art, habe ich gesagt. Also ich bin ein Fan davon, wenn ich allgemein das Asset, wie gesagt, staken kann, wenn eine Coin-Vernichtung stattfindet, grundsätzlich. Und auch wenn es sehr starke Gründe hat, weil damit steht und fällt alles. Das ist eigentlich so grundlegend, wo ich jetzt direkt schaue. Natürlich gibt es noch andere Aspekte oder man kann da noch viel, viel weiter rein, tiefer reingehen. Aber das ist mal so grundsätzlich, worauf ich gehe. Ich wollte es aber konkret wissen, nicht allgemein, Marc. Konkret, ja. Da wären wir aber schon wieder tief drin in dem Thema Analyse. Ich schaue da schon ein bisschen genauer, wenn ich dann auch mich auch für eine Kaufentscheidung entscheide. Da habe ich sicherlich vorher gecheckt, was ist das für ein Projekt? Ja, wie ist das? Wie ist die Zukunftsvision? Ja, / White Paper. Was haben sie für Produkte? Was haben sie für Dienstleistungen? Welche Partnerschaften gibt es? Gibt es mittlerweile schon Investoren? Dann sollte man auch beachten, wie groß ist der Markt? Ja, wie groß kann der Markt wachsen? Also zum Beispiel jetzt der IoT-Markt ist jetzt aktuell 4 Milliarden. Soll bis 2026 bei 6 Milliarden stehen. Das ist eine Steigerung. Jetzt mal so als Beispiel. IoT wären wir bei IOTA. Denn ist auch wichtig natürlich die Community.
die ist ganz entscheidend, das sehen wir bei den Meme-Coins. Ja, die werden eigentlich nur gepumpt von der, also hochgetrieben. Du hast ein paar genannt, wo in die du investieren würdest, unsere 1.000 Euro. Du hast VRA genannt und da gibt es ja bestimmt noch ein paar weitere. Du hast jetzt IoT angesprochen. Gibt es da irgendeinen, außer IOTA, noch irgendeinen Token, den du da irgendwie gut findest oder auch von mir aus eine Münze? Also IoT-Bereich gibt es IOTA, MIOTA natürlich. Es gibt jetzt noch eine Konkurrenz, die hat jetzt sehr stark performt. Mir fällt der Name jetzt nicht gerade ein, ich müsste nachsehen. Was hältst du von Helium? Helium finde ich stark. Bin ich schon, habe ich schon auf dem Radar, da war er knapp bei $3. Ist das schnellst wachsende Netzwerk, Funknetzwerk der Welt. Ich denke, da kann noch einiges gehen. Überlege jetzt selber, ob ich mit einer größeren Position reingehe, weil ich denke, das Projekt ist unterbewertet. Mhm. Gerade auch, weil diese Helium-Miner extrem wenig Energie braucht, ich glaube 5 Watt. Und immer mehr Menschen wollen diese Geräte zu Hause haben. Das Netzwerk immer größer, das kann man auch nachsehen auf der Helium-App. Und aktuell besteht einfach dieser weltweite Chipmangel. Deswegen können diese Helium-Miner nicht schnell genug ausgeliefert werden. Ja, und sobald dieses Problem wieder gelöst ist, wird das Netzwerk, schätze ich ein, völlig explodieren in den nächsten 2 Jahren. Und deswegen halte ich das Projekt stark für unterbewertet. Deshalb lohnt es sich jetzt zu investieren, weil wenn es explodiert, werden es viele und dann wird es teuer. Sicherlich, das ist natürlich richtig. Also mein Horizont, das sage ich auch immer meine Kunden, unser Horizont ist 3 bis 5 Jahre, wenn wir in ein Projekt reingehen, Minimum. Das Ganze muss sich entwickeln, man braucht seine Zeit. Der Rest ist nicht investieren, sondern spekulieren. Und auch jetzt bei Helium würde ich die Position auch 3 Jahre halten. Sicherlich muss man gewisse Sachen noch mit beachten. Da komme ich später noch drauf zu. Ja. Thema Exit-Strategie. Da haben wir noch eine Frage stehen. Welche Indikatoren nutzt du für deine Analyse? Wo kriegst du deine Infos her? Ich nutze natürlich CoinMarketCap, CoinGecko. Ich schaue aber auch auf Reddit. Ja, das ist so, da kann man so schauen, wie aktiv wird an dem Produkt auch da entwickelt. Da wird sehr viel veröffentlicht. Aber auch auf Telegram, die Community, was schreibt sie so? Sind sie unzufrieden? Das ist auch wichtig heraushören, weil viele Leute aus der Community begleiten das Projekt schon mehrere Jahre. Sie wissen genau, wo sind die Stellschrauben, die man noch drehen muss. Das ist auch sehr wichtig. Oder auch LinkedIn. Das gilt aber mehr für, also weltweit, außer der asiatische Markt nicht. Im asiatischen Markt ist LinkedIn relativ unbekannt. Es wird nicht so stark benutzt. Auf LinkedIn habe ich viele Informationen, was die Gründer von den Projekten machen, wo sie mal gearbeitet haben. Da kann man sich auch sehr, sehr viel rausziehen. Das sind eigentlich so mal so ein paar Indikatoren, die ich damit nutze. Tust du diese... Also jetzt die CoinMarketCap und so weiter, tust du das händisch abfragen oder machst du das maschinell? Ne, ich habe da einfach eine App oder halt am PC, da gehe ich drauf, schaue mal auf die Eckdaten, ja, welcher Platz ist das Ganze, wie viele Coins gibt es da, wie hoch ist das Handelsvolumen, auf welche Börsen ist der Coin gelistet. Das kann auch ein guter Indikator sein für natürlich auch für große Kurs, also Kursgewinne, wenn er noch auf keine großen Börse ist, ja nicht auf Binance oder auf KuCoin, Kraken, kann das natürlich auch ein Vorteil sein. Und da findet man schon relativ viel bei CoinMarketCap oder auch bei CoinGecko. Man hat sehr, sehr schnell viele Informationen, sehr detailreich, teilweise auch eine Erklärung oder auch die richtigen Links. Das ist auch gut, ja, ich kann gleich zu den Telegram-Gruppen gehen oder zu irgendwelchen Reddit-Gruppen. Tut er mich richtig verlinken, das ist auch wichtig, oder auf das richtige Wallet, dass ich nicht auf Betrügerseiten komme. Ich bin eher ein Fan von CoinGecko, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei CoinMarketCap ist jetzt seit der Binance-Übernahme vor knapp 1 Jahr, ist da jetzt einfach, die Kurse stimmen nicht ganz, wenn man es vergleicht mit anderen Exchanges oder beziehungsweise mit anderen Tools. Und deswegen bin ich mehr auf CoinGecko. Hast du vorher, bevor du mit den Kryptos angefangen hast, Erfahrungen in der Analyse klassischer Assets oder des klassischen Anlagemarktes gemacht oder bist du hier so reingewachsen?
Ja, ich bin da reingewachsen. Also ich habe da, wie gesagt, mich Stück für Stück durchgearbeitet. Ich habe einen guten Kollegen, der analysiert für Großfirmen Projekte. Von denen habe ich einiges gelernt. Der handelt mehrere Millionen für diese Firmen. Die gehen ganz stark rein in kleinere Projekte. Und ich habe auch gewisse Weiterbildung besucht in dem Bereich. Ich hatte jetzt auch vor kurzem einen DeFi-Kurs gemacht. War auch recht interessant, sehr umfangreich. Kann ich auch an der Stelle empfehlen. Praktisch der DeFi-Kurs von den Fayez aus Zürich. Der macht auch sehr viele Coin-Analysen auf YouTube und da kann man einfach DeFi-Kurs auch bei ihnen kaufen und der wird auch ständig aktualisiert und der bringt auch sehr, sehr viele Informationen gebündelt, sage ich mal, anhand von Kurzvideos. Also ich wollte noch fragen, also ich hatte ja die Frage mit den Indikatoren reingeschrieben, weil ich dachte, Du machst technische Analyse, du betreibst also generell nur fundamentale Analyse der Assets, beziehungsweise der Token und der Coins. Das mit den Informationsquellen wollte ich noch sagen, da hat man auch mal hier ein Tutorial dazu, der Vergleich zwischen CoinMarketCap und CoinGecko, da kann ich auch noch mal wiederholen, da sind wir ganz bei dir. CoinGecko ist einfach dadurch, dass es halt eben immer noch ein unabhängiges Projekt ist, glaubwürdiger einfach als CoinMarketCap. Und wenn du es selber auch sagst, dass du es auch schon festgestellt hast, dass die Kurse abweichen, da weiß man wieder nicht, wie dezentral diese Anwendung eigentlich ist. Deswegen hier noch mal an alle, wenn ihr euch irgendwelche Münzpreise anguckt, dann CoinGecko doch das bessere Instrument dafür. Ja, jetzt hatte der Ralf noch so eine schöne Frage, ob du auch Robohändler nutzt. Also ob du das per Hand wahrscheinlich analysierst, beziehungsweise nicht analysierst, sondern handelst deine Token oder ob du dafür sozusagen Skripte benutzt. Nein, gar nicht. Also ich bin der klassische Buy-and-Hold-Typ. Informieren, analysieren. Ich steige ein in das Projekt. Ziel ist mindestens 3 Jahre zu halten. Je nachdem, was am Markt passiert, man sollte das Ganze auch beobachten. Ich bin kein Freund davon, von den ganzen Trading-Geschichten. Hast du denn dann vielleicht mal vor, auch so eine Art Krypto-Fondsmanager zu werden, wenn es diesen Beruf mal geben wird? Habe ich schon mal überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da braucht man, ich bin ja hier in der Schweiz, da braucht man eine Lizenz, um das Ganze auch so zu vermarkten. Also die Idee war mal gewesen, dass ich zu Großinvestoren gehe und sage, guck mal hier, ich habe jetzt hier, das sind meine Ergebnisse aus den letzten Jahren. Mhm. Ich schaue, dass ich mit wenig Risiko einen schönen Ertrag raushole, vielleicht 200-300% im Jahr. Natürlich ist es marktabhängig, ist ganz klar. Wenn du so ein Jahr hast, natürlich wie 2018, wird es da auch da schwierig, ja, wo der ganze Markt noch am Sinken ist. Aber die Großinvestoren, die sind ja, die denken ja in 5 oder 10 Jahren Zyklen. Wenn ich überlege, wie viel Kursgewinne ich schon gemacht habe in den letzten Jahren und ich hätte einige Großinvestoren reingebracht, man hätte sich geeinigt, vielleicht vertraglich auf 5-10% vom Gewinn, wäre ich wahrscheinlich heute schon Multimillionär. Ne? Deswegen habe ich sowas schon mal überlegt gehabt, aber hier in der Schweiz regulatorisch ist es recht schwierig. Ja, aber wenn du unter Umständen Family Offices gut berätst, ich meine, dann könnte das doch auch zu dem Multimillionärstum führen, wenn du das gut machst. Ja, das ist schon so. Wie viel KI setzt du bei dir ein? Ich nehme mal an, KI steht für Kopfintelligenz. Du machst ja alles selber. Also wie viel Zeit wendest du da auf für deine Projekte? Würde diese Frage mal so umformieren. Ich beschäftige mich täglich, also Weiterbildung im Kryptomarkt mache ich am Tag ja ungefähr mindestens 2 Stunden. Und dann arbeite ich selber noch am Kryptomarkt selber. Also ich verdiene nicht nur im Markt Geld, sondern auch am Markt. Und da kommt man auch schnell mal, je nachdem, was ich zu tun habe, auch schnell mal auf 8-10 Stunden am Tag praktisch in diesem ganzen Blockchain-Industriemarkt. Ich tue ja auch Kunden beraten, ich mache öfters Besuche bei Kunden zu Hause, tue das Ganze empfehlen, zeigen, was ich da habe. Ich habe auch, wie gesagt, schon einen eigenen YouTube-Kanal, eigene Webseite, Telegram-Gruppe. Ich bin da wirklich schon stark vernetzt und auch da voll integriert und ja, gibt auch schon sehr viel Herzblut den ganzen Markt auch wieder, ja. Die Analysemarkt, also wenn du sagst, jetzt machst alles doch noch, Erfahrung, Bauchgefühl, händisch, ist dieser Analysemarkt sehr diversifiziert? Also gibt es da sehr viele Leute, die so wie du unterwegs sind, oder sind das auch institutionelle Analysten? Wie würdest du das einschätzen? Ich muss sagen, ich habe sowas gesucht,
Also ich wollte damals so ein Produkt haben. Ich wollte mich nicht zu intensiv jeden Tag mit dem Kryptomarkt beschäftigen, die ganzen Firmen alle durchgehen. Aber ich habe so ein Produkt nicht gefunden und deswegen habe ich das selbst entwickelt. Es gibt Konkurrenz, da steckt aber ein Network-Marketing-System dahinter. Und Network-Marketing und Kryptowährung hat die Vergangenheit gezeigt, funktioniert nicht so gut. Deswegen sollte man da extrem aufpassen, da als kleine Warnung. Und es gibt nicht wirklich viele, die das Ganze machen. Ich habe jetzt vor kurzem von einem bekannten Amerikaner Krypto-Analysen gekauft. Die haben schnell mal 6 Cointips $2,500 gekostet. Die waren nicht besser wie meine, muss ich ganz klar sagen. Also die haben mit am schlechtesten performt von meinem ganzen Portfolio. Aber ich halte die Coins auch erst 7 Monate. Und deswegen würde ich da erst nach 2 Jahren Fazit ziehen. Aber es gibt nicht viele, aber ich beobachte jetzt immer mehr, dass immer mehr sowas angeboten wird und da auch Vorsicht, auch hier an dieser Stelle. Mein Ziel war natürlich auch gewesen, dass die Leute ihre Kryptowährung, ihre Kryptoassets, ihre Coins bei sich behalten, auf ihr Wallet und das Geld nicht aus der Hand geben. Ich selber mit meinen Analysen verkaufe nur die Informationen. Ich analysiere das Projekt, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Es heißt nicht automatisch, nur weil ich dieses Projekt vorstelle, dass man da drin investieren soll. Man kann auch sagen, okay, von diesen 5 Projekten gefallen mir nur 3. Aber wichtig ist einfach, das Geld soll bei einem selber bleiben, eine vernünftige Anlegestrategie haben und das Geld für sich arbeiten lassen. In den nächsten 3 bis 5 Jahren würde ich so empfehlen. Aber auf gar keinen Fall, was ich oft da im Internet sehe, da könnte man auch mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich habe da sehr, sehr viele Betrugsfälle, wo mir auch Leute E-Mails zuschicken, weil ich auch ganz stark in diesem Markt gegen Betrug vorgehe. Habe da öfters mal rechtliche Auseinandersetzungen, auch mit gewissen Firmen. Deswegen empfehle ich da wirklich jeden, das Geld sollte bei sich bleiben und auf gar keinen Fall irgendwie von sein Private Key irgendwie rausgeben an solche dubiosen Sachen. Wenn du die Sachen zu dir in dein Universum überträgst, auf deine Wallets, welche Wallet-Software nutzt du denn? Weil nicht alle deiner Token-Empfehlungen sind ja auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, du brauchst unter Umständen dann auch andere Wallets. Ganz genau. Ich nutze sehr gerne den Ledger. Da kriegt man schon sehr, sehr viel rauf. Je nachdem hängt es auch von ab, was man für Krypto-Assets jetzt generell kauft. Manche haben eigenes Wallet, manche haben keins. Zur Not natürlich auch auf der Börse kann man das Ganze liegen lassen. Aber ich empfehle auch da, wenn man mehr wie 2 Monatseinkommen auf einer Börse liegen hat, sollte man das Geld umverteilen. Und wenn man da keine richtige Aufbewahrung hat, Thema Private Key, dann würde ich empfehlen, das Ganze auf 2 Börsen aufzuteilen. Der Vorteil ist natürlich auf einer Börse, ich kann sofort verkaufen, muss es nicht erst zuschicken. Wir hatten ja jetzt auch in der Vergangenheit gesehen, bei einem extremen Hype im Kryptomarkt, ist es so, bei vielen Börsen, habe ich jetzt gesehen, bei Binance zum Beispiel, konnte nicht mehr getradet, gehandelt werden. Die Leute wollten verkaufen, konnten es nicht. Da wurde praktisch zugemacht. Und deswegen macht es Sinn einfach, wenn man nicht ein eigenes Wallet gibt, das Ganze auf mehreren Börsen zu verteilen und nicht nur auf eine Börse. Also ich kenne auch viele Leute, mit denen ich spreche, die haben zum Beispiel ihre ganzen Kryptos alle auf Binance. Davon rate ich natürlich ab. Lieber auf dem Ledger oder auf ein eigenes Wallet. Gibt es noch Trust Wallet, unterstützt auch sehr viel und solche Sachen. Oder halt das Ganze aufteilen auf mehrere. Ja, dann schicke ich halt die Hälfte von Binance zum Beispiel auf Kraken rauf und den Teil wieder auf KuCoin, so dass ich Risiko rausnehme, falls es da mal irgendwie ein Hack gibt oder meine Passwörter gestohlen werden. Also auch das Risiko diversifizieren sozusagen. Ganz genau, ja. Aber generell also ist die Empfehlung schon, alles lieber bei sich zu halten, es sei denn, es gibt halt keine eigene Wallet dafür. Ja, muss ich dazu sagen, das stimmt so. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich habe viele Kunden, für die ist es nicht gut, dass sie den Private Key selber haben. Das sind überwiegend ältere Menschen oder Menschen, die allgemein gerne mal Sachen vergessen, verlieren, verlegen. Da ist es besser, wenn sie es auf einer zentralen Börse haben. Weil wenn sie ihre Passwörter nicht mehr wissen, wo sie die haben, schreiben Sie einfach einen Support an. Entschuldigung, ich komme da nicht rein in meinen Account. Dann tut man dann praktisch seinen Ausweis zuschicken, eine Identifizierung machen, dass ich auch der Besitzer bin von diesem Konto.
Und dann wird das freigegeben. Also man kann nicht pauschal sagen, es ist für jeden Menschen besser, den eigenen Schlüssel zu haben, sondern es hängt vom Menschen selber ab. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wie viel, das nennt man ja dann Custodian Services, ja. Also wenn du sozusagen jemanden hast, da haben wir ja in Deutschland jetzt schon drei Zulassungen. Eine ist Coinbase Deutschland, die erste dann Tangani, die dritte und die zweite im Berliner Startup-Prozent. Aus deiner Erfahrung heraus von Leuten, die mit Kryptoassets, ich sag mal, etwas zu tun haben, also Anliegen darin. Wie viel Prozent machen sozusagen ihre eigene Bank, also halten die Kryptos selber mit ihren Private Keys auf einem Hardware Ledger? Und wie viel nutzen Prozent dafür zentrale Custody Services? Kannst du das einschätzen? Ja, kann ich einschätzen aufgrund meiner Gespräche mit verschiedenen Menschen. Also ich habe auch wirklich mit Profis zu tun und auch mit viel mit Anfängern. Ich werde auch sehr oft angesprochen. Ungefähr 70% haben das Ganze zentral liegen. Also sie haben nicht den eigenen Schlüssel und 30% haben den privaten Schlüssel. Naja, das zeigt ja dann doch, das könnte eine Tendenz für die Zukunft sein, dass es doch die Banken, da kommen wir noch dazu vielleicht, dass die Banken doch ein neues Zukunftsfeld haben, indem sie einfach solche Custodian Services anbieten. Oh, kommen wir mal zur nächsten Folie, Marc. Ja. Was sind so deine Exit-Kriterien und die Exit-Kriterien, die du in deinen, ich sag mal, Anleger-Tokenbriefen empfiehlst? Du probierst ja selber aus, habe ich auch jetzt so ein bisschen rausgehört. Du bist in bestimmten Sachen drin, die du jetzt noch nicht nach draußen so empfehlst, um da auch erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und du hast ja für dich eine Exit-Strategie und wie gesagt, für die Leute, denen du deine Dienstleistung anbietest. Kannst du da was dazu erzählen? Ja, kann ich sagen. Ich habe einen Exit-Plan entwickelt, beziehungsweise eine Exit-Strategie. Also dazu muss man sagen, nicht jeder hat eine Exit-Strategie. Ja, das ist mein entscheidender Punkt. Was passiert, wenn der Bitcoin auf 100.000 geht, wenn auf 150.000 geht? Da haben sich viele Menschen gar keine Gedanken drüber gemacht. Was passiert, wenn mein Portfolio minus 50% macht? Und das sind einfach Szenarien, die sollte man vor dem Start, bevor ich investiere, sollte man sich da schon Gedanken machen. Am besten, was ich auch empfehle, ist, dass ich für mich einen Wert generiere. Ja, ich schaue mir das zum Beispiel in Bitcoin an, wie er aufgebaut ist, was er gemacht hat, was in Zukunft noch kommen könnte. Ich definiere einen Wert für mich. Da habe ich eine Richtlinie. Und dann ist auch wichtig, wenn ich diesen Wert definiert habe, wie viel bin ich bereit, ins Minus zu gehen von diesem Wert, weil die Kryptowährung, der Kryptowährungsmarkt unterliegt ja auch großen Schwankungen. Das ist natürlich auch wichtig, ja. Bitcoin weniger, andere Coins natürlich mehr. Das ist essentiell, dass ich weiß, wie viel bin ich bereit, ins Minus zu gehen. Und auch, wenn man im Plus geht, wann fange ich an, Gewinne zu generieren? Das sollte man sich auch schon im Vorfeld überlegen. Man kann auch hier mit Stop-Loss arbeiten, was sehr, sehr einfach ist. Ja, wenn ich jetzt 10.000 investiere, ein halbes Jahr später habe ich 20.000, dann setze ich mein Limit. Egal, was passiert, wenn mein Portfolio runtergeht, fange ich bei 16.000 an, also 6.000 plus. Wenn ich 6.000 plus gemacht habe, fange ich an zu verkaufen. Da habe ich wenigstens einen Teil der Gewinne mitgenommen. Also das mit dem Stop-Loss kann ich auch vielen Leuten empfehlen. Oder auch nicht zu gierig zu werden, sondern auch ähnlich wie mit der Buy-and-Hold-Strategie, dass man einfach stückchenweise rausgeht aus dem Markt und stückchenweise anfängt, Gewinne zu realisieren. Das ist erstmal das Grundlegende, dass man sich wirklich überlegt, Optimum, Worst Case, einen Wert generieren, ganz wichtig. Und wenn man jetzt noch tiefer reingeht, das kann man der breiten Masse nicht pauschal erklären. Dazu gehört einfach viel Erfahrung. Natürlich muss man auch das Projekt beobachten, was gerade passiert. Wurde der CEO ausgetauscht? Streiten sie sich? Intern hat man dann viel mitgekriegt bei IOTA. Das war ja teilweise eine Schlammschlacht, oft im öffentlichen Raum. Das sind einfach Sachen, die müsste man schon aktiv beobachten. Das kann man nicht pauschalisieren.
Wie hoch ist denn deine Erfolgsquote? Wie würdest du die subjektiv oder objektiv bewerten? Und betreibst du Backtesting? Also ich kann zum Beispiel sprechen mit meinen Kryptoanalysen. Die liefen jetzt ein Jahr. Und das Anfängerpaket, da sind einfach Coins drin mit einer höheren Marktkapitalisierung. Das ist eher mal was für Anfänger, hat man keine großen Schwankungen. Da haben wir im Schnitt pro Coin 791% gemacht. Und Paket 2, das ist mittleres Market Cap bis niedriges Market Cap. Da haben wir pro Coin 1128% gemacht. Und der Durchschnitt meiner Pakete 1 und 2 liegt pro Coin bei 959%. Das kann ich jetzt, also das ist jetzt Thema Erfolgsquote. Und das ist auch nachweisbar. Also alles, was ich sage, kann ich nachweisen. Man findet sehr viel auf meinem YouTube-Kanal dazu. Ich zeige auch live Ergebnisse, was dabei rausgekommen ist. Ich zeige auch, wenn ich mal jetzt, ich habe ja auch ein Video gemacht, wie ich 1000 Euro im Kryptomarkt investiere. Man gibt da regelmäßig Updates, was daraus geworden ist. Also alles, was ich sage, ist mir auch ganz wichtig. Ich bin sehr transparent. Alles, was ich sage, kann ich belegen. Aber man findet sehr, sehr viel auch auf YouTube. Und mit Coin meinst du Token, ne? Ja, Coin, je nachdem, oder? Ob es jetzt eine eigene Blockchain hat oder nicht. Okay, wie prüfst du und überwachst du quasi deine Ergebnisse? Es könnte jetzt irgendwie mal sein, du hast jetzt in so einem Anleger, ich nenne die jetzt einfach mal Anlegerbriefe, ne? Ja. Analog zu Aktienbriefen, dass du jetzt irgendwie da einen Token empfohlen hast und jetzt rauscht das Projekt gegen die Wand. Das heißt so, die machen eine Schlammschlacht, das Projekt scheint irgendwie in die Tonne zu wechseln wollen. Und da wäre es ja sinnvoll, deine Leute, die halt das Ding von dir gekauft haben, zu informieren, hier raus aus dem Token, bevor er hier einen Totalverlust macht. Machst du sowas? Gibst du da die Infos später nach? Sicherlich, aber da muss schon etwas Größeres passieren. Es ist so, und deswegen diese Fundamentalanalysen, und ich nehme auch da ein bisschen mehr Risiko raus. Ich gehe da wirklich sehr tief rein in dem Ganzen. Ja, es klingt vielleicht für den einen oder anderen arrogant, aber ich behaupte, dass es mit meinem Produkt aktuelle Marktlage auch in den nächsten Jahren eigentlich fast so gut wie unmöglich ist, da Geld auch zu verlieren. Beziehungsweise, wenn ein Coin mal runterschmiert, ja, dann gleicht es der andere wieder aus. Also da muss schon wirklich was Grobes passieren. Weil wenn man natürlich wirklich fundamental reingeht, ja, und manche Firmen haben ja, weiß ich, über 100 Mitarbeiter, die Technologie steht, die Partnerschaften stehen, dann ist es manchmal vielleicht nur so eine Korrektur intern, sage ich mal, und das Projekt wird sich dann auch wieder fangen. Aber es gibt es natürlich schon bei gewissen Projekten, dass die dann nie wieder hochgekommen sind. Aber ich würde dann schon natürlich die Leute informieren und sagen, passt auf, es hat sich einfach was verändert. Ja, Thema auch jetzt Privacy Coins. Ich hatte jetzt auch in einem Produkt ein Privacy Coin drin und ich habe einfach gesehen, dass die Luft immer dünner wird für die Privacy Coins und deswegen habe ich ihn nach einem halben Jahr rausgenommen. Das war jetzt zum Beispiel ein Grund gewesen für mich, weil ich einfach, nicht weil das Projekt nicht gut ist, sondern weil ich einfach gesehen habe, dass andere Projekte, dass die Chance größer ist, dass also die Upside ist, wäre größer, die Gewinnmarge könnte da größer sein, wie in diesem Privacy Coin, weil einfach noch zu viel hin und her geht mit den Behörden und es jetzt nicht sicher ist, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Privacy Coin, für die nicht wissen, was es ist. Privacy Coins sind einfach Privatsphäre, Krypto-Projekte, sage ich mal, ja, unter anderem Monero, Dash, ja, verschlüsselte Transaktionen. Nicht konkret nachvollziehbar. Ja, jetzt die letzte Frage auf dieser Folie. Kannst du davon leben? Und dann frage ich beides. Du wirst ja diese Tipps nicht selber nur rausgeben, sondern du wirst sie ja wahrscheinlich auch selber handeln anhand deiner Dinger. Kannst du erstmal alleine von deinen Abonnements, die du vergibst, leben? Und dann die zweite Frage, kannst du von, ich meine, das ist wahrscheinlich alles ja auch schon beantwortet, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, du bist irgendwo beim Bitcoin bei 400 Euro eingestiegen, höchstwahrscheinlich. Kannst du von deinen Abonnements, die du rausgibst, alleine leben? Also nur von Abonnements, das wäre ziemlich knapp, weil ich lebe in der Schweiz. Und da ist natürlich so ein, sage ich mal, mittelständisches Leben, geht ja los bei 5.000 Euro, dass du jetzt vernünftig leben kannst. Und das ist nicht ohne. Dazu kommt den Produkt, was ich jetzt entwickelt habe, sind wir jetzt gerade mal ein Jahr auf dem Markt.
ich habe dazu noch andere Einnahmequellen, auch über Staking und so weiter im Kryptowährungsmarkt. Ich könnte davon leben, aber ich möchte einfach meine Coin-Menge möchte ich nicht reduzieren. Ich möchte sie behalten, eventuell vermehren. Und ich habe einen gewissen Finanzplan. Und ich bin auch ein Freund der Diversifizierung. Ich habe 4 bis 6 verschiedene Einkommensquellen in verschiedenen Bereichen, nicht nur im Kryptowährungsmarkt. Und deswegen arbeite ich da noch aktiv sozusagen. Aber leben könnte ich schon unter gewissen Voraussetzungen. Wie siehst du das, wenn das so weitergeht mit dem ganzen DeFi und Kryptosektor? Wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Wenn ja, was machen die? Ich denke, es wird Zentralbanken geben. Ob es jetzt noch die Hausbank im Dorf gibt, wage ich zu bezweifeln. Die Banken werden sich revolutionieren müssen, wo sie auch dran sind. Aber ich denke, es wird übernommen werden einfach von einigen wenigen Zentralbanken. Oder zentralen Banken. Also zentralen Banken. Zentralen Banken. Also es wird ein paar große Privatbanken geben, die dann noch überleben und die ganzen kleinen mehr oder weniger schlucken, weil genau. Das traditionelle Bankgeschäft wahrscheinlich dann so nicht mehr funktionieren wird. Ganz genau, ja. Ja, jetzt hatten wir, wir haben angefangen beim Bitcoin, dann kam irgendwann Ethereum. Ethereum folgte DeFis, dann kamen NFTs. NFTs waren aber schon vor DeFi ein bisschen da. Dann wurden die wieder heiß. Jetzt wird gerade wieder DeFi heiß. Was kommt denn als nächstes, deiner Meinung nach? Ich denke, das ist die Tokenisierung. Es hat schon ein bisschen angefangen. Auch da ist jetzt LCX, was ich schon nannte, ist das schon sehr, sehr weit. Sie haben da schon Diamanten tokenisiert. Ich denke, es wird jetzt auch jetzt in Zürich, hat man gehört gehabt. Ich glaube, die erste Immobilie wurde tokenisiert für 20 Millionen vor knapp 1-2 Jahren. Also das nächste wird Tokenisierung sein. Oder auch Oracles. Könnte ich mir vorstellen, dass es da einen kleinen Hype noch geben könnte. Obwohl man sagen muss, Thema Oracles, dass immer mehr Projekte ihre eigenen Oracles einbauen, schon automatisch. Bevor ich die letzte Frage stelle, ein paar Projekte, wo die Oracle schon eingebaut sind, das interessiert mich jetzt. Ein paar Projekte, die jetzt eingebaut sind, aus dem Stegreif. Müsst ihr jetzt ganz stark überlegen. Ja, Chainlink zum Beispiel, das ist ja ein Oracle-Anbieter schlechthin. Genau, das ist ein Oracle-Anbieter. Aha. Also ich weiß zum Beispiel, IOTA macht jetzt ihre eigenen. Also es gibt schon einige Projekte. Ich habe es jetzt immer öfters gesehen. Und ich bin jetzt nicht so tief drin in dem Thema IT, aber ich kenne jetzt zum Beispiel jemanden, der kennt sich sehr gut aus in dem Bereich. Ich habe zum Beispiel auch von den Kollegen gehört, von dem Blog-Trainer. Und der hat auch gesagt, Oracles, das ist nichts Spektakuläres. Das ist jetzt so ein kleiner Hype, weil die Leute es nicht im Großen und Ganzen verstehen. Aber sowas ist ganz schnell implementiert. Kommen wir mal zur letzten Frage. Wer war oder wo ist er, der Nicolas von Saberhagen? Kennst du ihn? Ich kenne einen Fred Saberhagen. Ja, wenn du ihn das nächste Mal triffst, frag mal, ob er einen Bruder hat, der Nicolas heißt. Heißt der auch Van Saberhagen oder nur Saberhagen? Nee, der heißt Fred Saberhagen. Das ist ein Science-Fiction-Fantasy-Autor. Aha. Okay, so, und was könntest du dir vorstellen, was der Nicolas von Saberhagen ist? Hast du da eine Ahnung? Ich könnte noch, weiß nicht, also Fun, vielleicht irgendwie aus dem holländischen irgendwas? Nee, frage jetzt nur, müsst jetzt nicht raten, wenn du jetzt nicht weißt, wie wir suchen den. Kann ich jetzt nicht zu sagen, aber ich denke mal, es ist irgendwie eine Fangfrage. Nee, ist keine Fangfrage. Wir hatten in den ersten 25 Folgen Satoshi Nakamoto gesucht und haben die Leute immer befragt und der Ralf, der Spielverderber, hat den in Mittweida gefunden. So, ja, und jetzt, der wohnt in Mittweida am Markt 16. Genau. So, und jetzt suchen wir jetzt jemand anders. So, und die nächsten noch 17, 18 Folgen, vielleicht auch noch länger. Mhm. Bis jetzt haben wir nur wenige Leute gefunden, die uns da ein bisschen nähere Angaben zum Verbleib von Nicolas Saberhagen machen konnten, aber wir geben halt die Hoffnung nicht auf, weil die Hoffnung ist die Währung der Armen. Wir sind halt die Armen, die hier den Podcast machen. Ah, okay. Och je, Hoffnung ist auch die Währung der Gefühlsreichen. Also,
Der Gefühlsreichen. Ja. Ne? Naja, das ist eine interessante Interpretation, die ich jetzt heute zum ersten Mal höre, aber die lasse ich jetzt mal so stehen. Also Marc, dann danken wir dir für deine Zeit, für das Teilen deiner Ideen, deiner Informationen, deiner Erkenntnisse, deiner Skills. Ja, und verabschieden uns an dieser Stelle von dir und von unseren Zuhörern und Zusehern. Also bis zum nächsten Mal. Ja, also tschüss. Danke.